dürfen Sie mit dem wohlbekannten Lied O Jubel, O Freud aus unserer Heimat recht herzlich zu unserem Online-Weihnachtskonzert des Musikvereins Gebirgsklinge St. Blasen begrüßen. Wir dürfen Sie nun einladen, es sich gemütlich zu machen, die Hektik, den Stress und die Probleme des Alltags kurz vergessen zu lassen und sich voll der Musik hinzugeben. Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Musikvereins ein gesegnetes Weihnachtsfest und lassen Sie sich jetzt mit unserem Weihnachtskonzert verwöhnen. Thank you.
Es geschah in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als die dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gab auch ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, es ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria bewahrte aber alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
erste Christbaum in der Waldheimat. Als ich das erste Jahr in Graz studierte, fuhr ich in den Weihnachtsferien nach Hause. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich wieder in der Waldheimat zu sein. Es stürmte und schneite, als ich in den Zug stieg. Ein paar Stationen vor Krieglach blieb die Eisenbahn stecken und ich ging zu Fuß weiter. 6 Stunden lang wanderte ich in der Eisenkälte durch das Tal und dann den Bergwald hinauf. Da bist du ja, freute sich die Mutter. Vom ersten Moment an fühlte ich mich wieder zu Hause. Die Mutter richtete mir ein Bett auf dem Herd. Die Beine durfte ich nicht zu lange ausstrecken, sonst hätte ich sie mir an den glühenden Kohlen verbrannt. Mein jüngster Bruder, der Nickerl, war damals 8 Jahre alt. Ihm wollte ich eine ganz besondere Freude machen. In Graz und in anderen Städten, so hatte man es mir jedenfalls erzählt, feiern die Leute Weihnachten anders als bei uns in der Waldheimat. Sie stellen ein Fichtenbäumchen, also ein richtiges Bäumchen aus dem Wald, auf den Tisch. An die Zweige stecken sie Kerzen und die zünden sie dann an. Ja, sogar Geschenke für die Kinder legen sie unter diesen Baum. Und dann sagen sie, das Christkind hätte sie gebracht. Ich hatte sogar schon Zeichnungen von solchen Christbäumchen gesehen. Jetzt wollte ich dem Nickerl seinen eigenen Christbaum schenken. Aber alles musste ganz geheim passieren, das gehörte einfach dazu. Ganz früh am Morgen schlich ich mich hinaus in den Wald und holte ein Fichtenbäumchen. In der Hütte versteckte ich es, so würde niemand etwas entdecken. Dann ging ich nach St. Kathrein, um Äpfel und Nüsse zu kaufen. Doch der Kaufmann hatte leider keine. Also ging ich zum Bäcker und kaufte einen Wecken mit Weinbergen. Zu Hause steckte ich den Christbaum in ein Holzscheit. Heimlich trug ich ihn in das Haus und stellte ihn auf den Tisch. Das darf ja nicht wahr sein, ärgerte ich mich. Ich hatte die Kerzen vergessen. Ein Christbaum ohne Kerzen, das geht natürlich gar nicht. Ich borgte mir den Backstock von der Mutter aus und schnitt daraus 10 oder 12 Kerzen. Die klebte ich an die Äste. Das war gar nicht so einfach. Immer wieder fiel eine herunter und ich musste von vorne beginnen. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Jeden Moment konnte jemand in die Stube kommen. Endlich hatte ich es geschafft. Ich zündete die Kerzen an, versteckte mich schnell und wartete und wartete und wartete. Bald hörte ich die Schritte des Vaters. Die Tür ging auf, der Vater und der Nickerl kamen herein. Was ist denn das?, fragte der Vater verwundert. Der Nickerl stand mit offenem Mund da und brachte vor Staunen kein Wort heraus. In seinen Augen spielten sich die Christbaumlichter wie Sterne. »Was tu das, Mutter?« rief der Vater. Die Mutter kam in die Stube und war sprachlos, als sie das schöne Bäumlein sah. Auch die Knechte und Mägde trauten ihren Augen kaum. »Das könnte ein Christbaum sein«, meinte ein Junge, der im Tal zu Hause war. »Ein Christbaum?« Dann stimmte es also und die Engel bringen solche Bäumlein vom Himmel in die Stuben? Ich kam aus meinem Versteck und nahm den Nickerl an der Hand. Zuerst wollte er sie mir gar nicht geben. »Hab keine Angst, lieber Bruder«, sagte ich. »Das Christkind hat dir einen Christbaum gebracht.« Jetzt lachte der Nickerl vor lauter Begeisterung. Er faltete seine Hände wie in der Kirche und ging noch näher an das Bäumlein heran. Selig stand er nun davor und freute sich. »Zu Weihnachten gehört die Krippe auf den Tisch und kein Baum«, brummte die alte Magd. »Das ist jetzt halt neue Mode«, erklärte der Bub aus dem Tal. »Auch im Mürztal haben sie schon Christbäume, geschmückt sind sie sogar, und für jeden liegt ein Geschenk darunter.« Auch der Nickerl entdeckte sein Geschenk, den Wecken. An dem knabberte er noch die nächsten 3 Tage. Nur die Weinbären, die hielten es nicht so lange. Die aß der Nickerl schon am ersten Tag. Den Christbaum ließ er auf die Leiste über seinem Bett stellen. Und da stand er lange, bis er kahl und leer war. Thank you.
vergiss man lärm. Weihnachten war die Zeit, um Zeit zu verschenken, nicht nur an sich, auch an andere zu denken. Wir Fülle sind jetzt allein und verlassen und können sie nicht gefreien an dem Treiben in die Gossen. So mancher sitzt jetzt vor der brennenden Kerzen, ist vielleicht krank und leid arge Schmerzen. Menschen sind verbittert, brechen innerlich zusammen, weil sie enttäuscht worden sind, wo sie Schlimmes mitgemacht haben. Nehmen wir in Gedanken jetzt alle in unsere Mitten und schließen wir's ein in unsere Bitten an den Herrn im Himmel, durch den alles geschircht, der uns die Finsternis erhöllt durch sein himmlisches Licht. Und vergessen wir nicht.